Servus, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpini Welten. In unserem Alpin-Tutorial erkläre ich euch heute, wie man eine Eissanduhr baut. Die sogenannte Abalakow-Eissanduhr stellt vor allem für das Abseilen im Eis eine gute Möglichkeit dar. Der große Vorteil ist, dass bis auf ein Stück Rebschnur kein Materialverlust anfällt. Am einfachsten richte ich eine Eissanduhr mit einer 19 cm langen und einer 17 cm langen Eisschraube ein. Die beiden Schraubenlöcher sollten sich in einem gleichseitigen Kanal treffen, durch den eine Rebschnur gefädelt werden kann. Zunächst kratze ich mit meinem Pickel das softe Eis so lange weg, bis ich eine ca. 20 auf 20 cm große Fläche auf festem Gletschereis freigelegt habe. Die lange Eisschraube setze ich im 60 Grad Winkel zur Eisoberfläche. Ich drehe die Schraube zunächst ganz ein und anschließend wieder ein Stück weit aus, lasse sie aber als Richtungsweiser für die zweite Eisschraube stecken. Die zweite kürzere Eisschraube drehe ich nun im Abstand von 10 bis 15 cm waagrecht neben der ersten Schraube ein und ziele dabei auf den Schaft bzw. das Loch der ersten Eisschraube. Sobald ich das Loch der ersten Schraube getroffen habe, drehe ich beide Eisschrauben wieder aus. Anschließend räume ich die so entstandene Sanduhr mit meinem Eissanduhrfädler aus. Ich nehme eine Rebschnur zur Hand und stecke ein Ende in das Schraubenloch. Mit dem Haken des Eissanduhrfädlers fische ich nun das Ende der Rebschnur und ziehe es durch das andere Schraubenloch. Ich verknote die Rebschnur nun mit einem einfachen Sackstich und fertig ist meine Eissanduhr. In solidem Eis ohne Luft- und Schneeeinschlüsse halten Eissanduhren erstaunlich großen Belastungen stand. Wichtig! Die Rebschnur sollte mindestens 6 mm stark sein. Eine zu dünne Rebschnur könnte die Sanduhr durchschneiden bzw. auch durch die Belastung beim Abseilen reißen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf unseren YouTube-Channel vorbei, wir haben noch einen Haufen andere interessante Themen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in die Berge.